Real Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Adventskalender-Unboxing. Es hat vor ein paar Minuten an der Tür geklingelt und ich habe Post bekommen, von der ich nichts wusste. Denn es ist schon sehr, 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 sehr lange her, dass ich mit YesStyle zusammenarbeite. Es ist auch kein bezahltes Video, aber ich habe ihn bekommen und dachte mir, wenn er schon da ist, dann packen wir ihn aus. Ich habe mich so ein bisschen aus dem Adventskalender-Game zurückgezogen, weil es ja so ein paar Dinge passiert sind. Und da dachte ich mir, naja, ich habe andere Talente als Adventskalender-Unboxen. Aber den fand ich tatsächlich extrem süß, weil der einfach auch unglaublich schwer ist. Das ist der schwerste Adventskalender, den ich dieses Jahr hatte. Und ich glaube auch der schwerste, den ich jemals hatte. Das wiegt locker 6 Kilo. Und wir werden ihn unboxen. So sieht das Schätzchen einmal aus. Wir haben zwei verschiedene Elemente zum Öffnen. Erstmal haben wir hier ein richtig, richtig schönes Design. Das soll wohl angeblich von einer Künstlerin designt worden. Extra für den Kalender. Du kannst ihn aufklappen. Hast hier drin sogar einen Spiegel, was ich sehr, sehr cool finde. Hier sind die... Das ist schwer. Ich war gerade beim Sport. Hier sind die, die Fächer. Und du hast hier auch nochmal Fächer. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was er kostet. Wir schauen einmal nach. Der Adventskalender kostet 148,80 Euro. Irgendjemand hat bestimmt einen Rabattcode dafür. Und soll 24 Hautpflege- und Make-up-Artikel in Originalgröße haben von bekannten K-Beauty-Brands. Ich finde persönlich K-Beauty extrem spannend, weil sie einfach nochmal einen anderen Ansatz an Skincare und an Hautpflege generell, aber auch an Make-up haben. Und deswegen schauen wir mal, weil ich glaube... Ich will niemanden auf die Füße treten, aber die meisten Adventskalender, die wir hier so kriegen, sind ja mit Produkten und Marken, die wir meistens kennen. Klar, wenn ich einen Maybelline Adventskalender kaufe, habe ich Maybelline-Produkte drin, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Maybelline ist, oder jede andere Brand, ist sehr einfach an die Produkte zu kommen. Ihr zahlt keinen Zoll bei YesStyle, so war es früher auf jeden Fall zumindest. Hier ist sogar, hier oben steht ein Rabattcode, bis zu 15% Rabatt, Fall 23. Schaut mal auf der YesStyle-Seite vorbei. Da gibt es bestimmt irgendwas. Und hier sind aber Produkte drin von Brands, die ich ja nicht kenne. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Zum Look möchte ich nicht viel sagen, weil ich nicht viel sagen kann. Aber ich mag ihn sehr gerne. Okay, wir starten einfach. 24 Türchen sind mit drin. Ich bin gespannt, wie er aussieht, wenn die Päckchen draußen sind. Ja, okay, du hast da echt viel Platz und kannst da auf jeden Fall was anderes drin aufbewahren. Auch die Boxen sind alle nochmal designt. Wir haben hier die 23 beispielsweise, Beauty Hotel. Wirklich, wirklich süß. Hier befindet sich von Mizone eine Phyto Plump Kollagen Nachtcreme mit drin. So sieht die einmal aus. Ich will sie jetzt ungern auspacken. Doch, warte mal, hier kann ich sie auspacken. Unglaublich schönes Design, ist sogar vegan. Phyto Plump Kollagen. Ich finde... Alleine dafür, dass es nur Full-Size-Größen sind, ist es schon ziemlich, ziemlich cool. Und es sind halt einfach spannende Produkte mit dabei. Türchen sind halt auch alle extrem groß, ne? Also du hast da auf jeden Fall Freude, gerade wenn du dich so mit Skincare ein bisschen auseinandersetzen möchtest oder einfach mal was Neues ausprobieren möchtest. Auf die Make-up-Produkte bin ich gespannt. Da kenne ich tatsächlich sogar ein paar Marken. Aber hier haben wir Hydrogel-Augenmasken von Kölf oder Coelf Blueberry Cream. Two-Tone Hydrogel Mask mit Shea Butter, Blaubeere und Adenosin-Retinyl-Palmitat. Klingt extrem spannend. Und das ist ja genau das, was ich meine mit K-Beauty. K-Beauty hat nochmal einen ganz, ganz anderen Ansatz. Die sind zwar, viele Produkte sind entweder unglaublich clean, was das Packaging, das Design angeht, aber sehr effektiv, was die Produkte angeht, weil sie einfach weniger Quatsch mit reinmachen, sondern eher nur die Wirkstoffe mit reinmachen, die für die den Effekt der Creme oder der Augenpatches benötigt wird, was super, super gut ist. Ich glaube, wir haben schon das erste Make-up-Produkt von Amuse. Das ist ein Dew-Tint. Ich hole ihn einmal kurz raus in der Farbe Soul Soul. Auch hier sieht das Packaging extrem clean aus. Das kann man entweder, glaube ich, für die Lippen benutzen oder für die Wangen. Und was ich ganz spannend finde, das habe ich so noch nicht gesehen, weil ich finde, was ich ganz spannend finde, ist, dass hier sogar draufsteht, dass die Verpackung mit Sojatinte hergestellt wurde. Habe ich noch nie gehört, fand ich ganz spannend, sieht sehr, sehr süß aus. Ich werde mir eh so ein paar Produkte raussuchen, die ich dann nochmal selber für mich testen möchte, weil das natürlich jetzt etwas ist, wo ich selbst ja auch seltener rankomme.
Und ich glaube, dass es für euch ganz spannend sein könnte. Wir haben eine Retinol Intense Advanced Triple Action Eye Cream. Es wundert mich nicht, dass hier nicht noch irgendwas von Carbon oder so mit draufsteht. Auch hier Packaging, unglaublich schön. Auch das fühlt sich schon sehr schwer an. Ist von der Marke Somme by Me. Auch hier, keine Ahnung. Ist aber Retinol. Was ich gut finde, hier steht es auch auf allen Produkten steht auch immer eine englische Übersetzung mit drauf. Also nicht nur auf Koreanisch, sondern auch wirklich auf Englisch. Ist eine Augencreme. Oh, das sieht schon nice aus, ne? Ja, und dann kommt halt so eine Dr. Barbara Sturm mit 179 Euro für eine Creme ums Eck und da ist nicht mal das Packaging schön. No tea, no shade, aber ein bisschen tea und shade. Hier ist ein kleines Päckchen. Ja, das ist schon lustig, ne? Dass ich das jetzt in so einem Adventskalender als Filler-Produkt bezeichne. Das ist von Artclass oder von TCFS. Das ist ein Stift, ein Concealer-Stift bzw. ein Augenstift mit Schimmer. Könnt ihr jetzt, glaube ich, nicht sehen. Sieht einmal so aus. Auch das kann man gut benutzen. Das ist natürlich kein Filler-Produkt, um Gottes Willen, ne? Sondern das ist ein Produkt, was im Vergleich jetzt zu so einer Full-Size Phyto Plump Collagen Night Cream eher so ein bisschen zurückkommt. Aber wir halten den Ball flach, Max. Ich habe schon andere Kalender gesehen für viel mehr Geld. Da waren andere Dinge drin. Wollte ich euch erzählen, ich war ja neulich in Amsterdam, ne? Da waren wir, war ich mit den Mädels, wir waren in einem Korean Skincare-Laden. Das war so toll. Ich hätte am liebsten alles gekauft. Wir haben ein Cleansing Balm. Ich bin großer Freund von Cleansing Balms. Der ist jetzt sehr gut zugeklebt. Den lasse ich auch genauso zu. Eine milde Formulierung, die eine saubere Haut ohne Irritation erzeugt und soll auch feuchtigkeitsspendend sein. Ich arbeite tatsächlich selber an einem Reinigungsbalm. Wird noch lange Zeit dauern. Ich habe auch schon an vielen anderen Produkten gearbeitet, die nie rausgekommen sind, deswegen. Okay, ist das größte Päckchen mit drin? Es ist ein Pinsel von Peach. Das sind sogar drei Pinsel mit drin. Tuning Brushhead, Blusher, Nose Shading Brush und ein Base Shadow Brush mit einer, hier ist sogar noch eine kleine Pinseltasche mit dabei. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre jetzt so ein Ding, das wäre bei irgendeinem anderen Kalender, wäre das ein Produkt gewesen. Ich bin auch ehrlich mit euch, finde es auch ein bisschen schwierig mittlerweile. Also ich habe ja jetzt schon einige Kalender geunboxt und auch viele Unboxings gesehen. Und ich finde schon teilweise echt dreist, was einige Marken machen. Na, aber gut, deswegen, und dafür sollten wir eigentlich allen Mäusen die Adventskalender unboxen und wirklich viel Geld dafür auch selber ausgeben. Einfach mal ein Danke in die Kommentare schreiben, weil sie wirklich uns am Ende Geld sparen. Was meint ihr, wie viele Adventskalender-Videos ich geschaut habe, um für meine Familie welche rauszusuchen? Das wichtigste Türchen für mich ist immer die 14, da sage ich euch die Zahl natürlich auch. Wake, Make, Stay, Fixer, Packed. Das ist ein Kompaktprodukt mit einem transparenten Puder. Packaging ist natürlich auch hier, sieht schon echt nice aus. Das ist ein fixierendes Kompaktpuder ohne Farbe, als hätte der Kalender es gewusst. Das ist halt immer so doof, ne? Weil ich finde, in der Kamera kommt sowas halt immer nicht so gut rüber wie in echt. So sieht das Packaging einmal aus. Ich packe es euch einmal hier, klapp's auf und da siehst du schon, dass es schon echt ziemlich hochwertig aussieht. Vielleicht sollte ich doch mal wieder bei YesStyle bestellen. Als nächstes haben wir einen Hen All Brow Fixer von Rom and ND. Von der Marke habe ich tatsächlich schon mal was gehört. Ich denke mal, das ist ein Augenbrauengel. Auch hier denke ich, es wird ein transparentes Augenbrauengel sein. Erinnert mich so ein bisschen an Refi. Packe ich jetzt nicht aus. Oh, das macht mich wütend. Da kam gerade eine E-Mail. Habt ihr gehört, ne? Von Verivox. Ich habe ja einen Gasvertrag abschließen müssen, als wir hier eingezogen sind. Und das war letztes Jahr im Frühling. Wissen, was da alles los war. Und jetzt schicken sie mir einmal die Woche eine E-Mail mit: Wechseln Sie Ihren Gasvertrag. Kann ich nicht. 24 Monate Vertragsbindung habt ihr mir gegeben. Skincare ist halt im Moment echt meins, ne? Wir haben ein PHA Exfoliating Glow Peel mit 10% PHA Water Peel, welches tote Hautschüppchen auf der Haut entfernt.
Auch das sieht unglaublich cool aus. Und es ist alles sogar nochmal versiegelt. Ich würde es gerne alles sofort auspacken und ausprobieren. Ne? Da freue ich mich sehr drüber. Ich bin ein großer Cossa X-Fan geworden. Nach diesem Snail Mucin, was ich jeden Tag benutze, seitdem ich weiß, wie es hergestellt wird. Und das nicht so ist, wie mir gesagt wurde, wie es hergestellt wird. Müssen wir nochmal drüber reden. Ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass meine Videos immer so ein bisschen... Nein, ich lasse es nicht mehr auf mir sitzen, weil ich so oft, so oft falsche Informationen auch in meinen Kommentaren von Leuten sehe, die denken, dass sie es wüssten, obwohl sie es nicht wüssten. Unter anderem auch wie damals mit dem Snail Mucin von Cossa X. Stimmte einfach nicht. Und ich finde, Fehlinformationen verbreiten ist immer nicht so cool. Hier haben wir ein Hyaluronsäure-Serum mit Aminosäuren und Ceramiden. Sieht auch so ein bisschen aus wie The Ordinary. Ist auch zugeklebt, ich lasse es zu. Ihr müsst ja, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht böse, aber am Ende ist es für euch. Unleashia Glitterpedia Special Eye Make-up. Packaging sieht sehr, sehr cool aus. Kann man dann aufklappen. Ne, das habe ich auch noch nie gesehen. Schaut euch bitte einmal diese unglaublich krasse Lidschattenpalette an. Das ist eine Schimmer-Lidschattenpalette mit unglaublich vielen verschiedenen Schimmershades. Wir haben Pink, wir haben etwas gröberen Schimmer, wir haben etwas feineren Schimmer. Das sieht, das habe ich noch nicht gesehen, das sieht ja so cool aus. Wow. Ich glaube, hier könnt ihr die Farben besser erkennen. Unglaublich viele verschiedene Schimmertöne. Es fühlt sich auch sehr gut an. Und allein die Packung ist natürlich schon ein Hingucker, ne? Es gibt, oh, ne, Hailey Bieber. Es gibt auch Marken, die denken mit bei Verpackungen, weil bei so einer Lidschattenpalette, die musst du ja irgendwie verpacken, dass sie beim Versand nicht kaputt geht. Wie intelligent von der Brand, dass sie einfach schon die Umverpackung so designt hat, dass das Produkt nicht kaputt gehen kann, weil das Produkt selbst nur sich selbst berührt und nichts anderes. Andere Brands würden da jetzt eine Plastikfolie mit rumpacken und dann verschiffen. Unleashia Glitterpedia nicht. Halbzeit, Freunde, ich bin sprachlos. Wir haben von Peripera, das ist auch eine Marke, die ich kenne, einen Ink Velvet Lip Tint und ein Liner Set. Ein Lip Liner und so ein ja, fast so wie so ein Liquid Lipstick Produkt. Sehr, 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 sehr cool. Make-up ist mit dabei. Wieder ein Filler Produkt. Ein Double Eyelid Liner. Das würde ich mir jetzt gerne mal anschauen. Ich weiß, was ein Double Eyelid Liner sein soll. Ich weiß, dass in Korea Double Eyelid Surgery recht beliebt ist. Nee, das habe ich schon mal gesehen. Da hat sich jemand hier unten, glaube ich, also es ist ganz zartes Rosa und die hat sich hier unten nochmal ein Augenlid gemalt. Ne, das ist so ein bisschen pH-reagierend, so ein ganz, ganz leichter Pinkton. Ich glaube, damit kannst du einfach hier unten nochmal so ein bisschen korrigieren. Ich weiß es nicht. Das werde ich mir mal beiseite legen. Das muss ich mal genauer recherchieren, was das ist. Im nächsten Päckchen befindet sich eine Mascara Lash Perm Volume Fix. Die packen wir mal fix aus. Ah, die sieht mir verdächtig aus. Das sieht mir verdächtig nach der Roller Lash Mascara aus. Ja. Kommt dem schon sehr, 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 sehr. Na, mein Gott, was bin ich hier heute für eine kleine poetische Maus? Okay, Mascara in Schwarz von Etude. Wow, okay. Wir haben ein weiteres Hyaluronsäureprodukt, aber aus schwarzem Reis. Black Rice Hyaluronic Essence Ultra Deep Technology. Schaut euch bitte diese Verpackung an. Wie cool sieht das bitte aus? Von Haru Haru Wanda. Soll so ein bisschen feuchtigkeitsspendend sein. Ich würde mich am liebsten sofort abschminken und sofort meine 25-steppige Skincare-Routine hier machen. Love Beam Cheek, ein weiteres Make-up-Produkt. Ich bin überrascht, dass so viel Make-up mit drin ist. Freue ich mich sehr drüber. Kommt in so einem kleinen Herzchen. Das ist ein Creme-Blush in einer sehr, sehr schönen, sehr tragbaren Farbe. Für viele Hautfarben. Gefällt mir gut. Warum bin ich denn heute so shady unterwegs? Kennt ihr günstiges Make-up? Was sieht ja auch manchmal so aus, ne? So Teddy. Das hier fühlt sich schwer an. Teddy-Make-up, da klimpert hier schon da hinten dieses Pinüppel da. Wie heißt das? Scharnier. Also Lily by Red. Beauty macht. Habt ihr Lust auf so ein Korean Skin, Korean Make-up? Weil wir haben ja jetzt ein paar Sachen. Ich habe auch noch ein paar Sachen hier. Einige Produkte liegen sogar hier in meiner Schublade permanent, weil ich sie so gerne benutze. Wir haben was von Moni. MAC Queen New York Shading Powder. Ein Kontoprodukt, glaube ich. Krass. Drei verschiedene Farben. Ich habe hier auch eins.
Das benutze ich sehr, sehr gerne, auch für die Augenbrauen. Super, super cool. Da sieht man es, glaube ich, auch ganz gut, ne? Das so warm für Bronzer, kalt für Kontur und so einen Ton, um es gut miteinander zu verblenden. Wir haben eine Handcreme, auch hier Packaging unglaublich schön, von Frudia Greenery. Reprowsed Essential Blending Handcreme. Wir haben einen Glitter Eye Stick von Twinkle Pop. Wie so ein Creme-Stick-Lidschatten. Damit kann man so ein paar Highlights am inneren Augenwinkel oder unter der Augenbraue setzen. Ich finde, und das finde ich ja bei diesem Korean Make-up halt immer sehr, sehr schön. Oder generell bei alles, was aus dem asiatischen Raum kommt, gibt es ja auch nochmal große Unterschiede, was das Make-up angeht. Aber so Korea und Japanisch, nicht Korean Make-up. Es gibt natürlich viele verschiedene Leute in Korea, die verschiedene Trends machen, aber die meisten Menschen dort sind sehr, sehr reduziert, was ihr Make-up angeht, was mir persönlich im Moment sehr gut gefällt. Ich glaube, das sieht man nicht, während ich einen grauen Lidschatten auf meinem Gesicht trage, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Diese Verpackungen, was ist das? Schaut euch das mal an. Das muss ich öffnen. Da steht es leider jetzt nicht drauf auf Englisch, was es sein soll. Es wird ein Serum sein. Schaut euch mal an, wie man das aufmacht. Erstmal, das ist so eine coole Form. Coole Formen sind immer teuer in der Produktion. Und dann haben wir hier, das ist ein Stick, aber was kann der Stick? Ist da eine Batterie drin? Multibalm. Hier ist keine Batterie. Das ist ein Balm, den man einfach rausdrehen kann. Riecht nach nichts. Also das Packaging war schon krass jetzt hier. Schaut euch das mal bitte an. Das ist jetzt hübsch, wunderschön, mit so einer abschraffierten Kante und so einem Roségold. Packaging ist eine 10 von 10 hier. Ah, toll. Da freue ich mich, weil den benutze ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Von Claire's, der Rich Moist Foaming Cleanser mit Ceramiden, Sodium Hyaluronat, also Hyaluronsäure, Cleansing, Deep Moisturizing, spendet viel Feuchtigkeit. Ein sehr, 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 sehr guter Cleanser. Full-Size-Produkt. Wir haben ein beruhigendes Serum mit grünem Tee und Panthenol. Und wir haben zu guter Letzt einen Sonnenschutz, Lichtschutzfaktor 50+, PA 4+. Zeige mir einen Adventskalender in Deutschland, egal ob Skincare oder Beauty, der einen Sonnenschutz mit drin hat. Da merkt man halt den Unterschied. Ein 50er Lichtschutzfaktor, den kenne ich tatsächlich noch nicht von Ionique. Unglaublich spannend, unglaublich beeindruckend, wie viele, also es waren ja nur Full-Size-Produkte hier, aber auch eine Vielzahl an Produkten. Ich bin ehrlich mit euch. Also, ne, natürlich ist das nicht der Beste, wenn du einen Make-up-Adventskalender suchst. Aber wenn du einen Adventskalender suchst, um etwas Neues kennenzulernen, vor allen Dingen viele verschiedene Marken, nicht nur eine Marke. Ich fand den Typology Adventskalender auch sehr gut, weil du dort einfach viele Produkte von Typology kennenlernen kannst. Wenn du generell aber mal in dieses Korean Skincare Game reinschauen möchtest und schauen möchtest, was gibt es da? Vielleicht auch, das ist so ein bisschen das Problem, was ich oft mit Yesterday hatte auf der Webseite, dass es mir so schwierig war, was zu finden und zu verstehen, was das ist. Jetzt habe ich das hier. Hab 24 Full-Size-Produkte, nehmen wir jetzt mal 3 Produkte raus. Den Glittering Eye Stick, okay, das Double Eyelid Stiftchen, okay, und diesen anderen Highlighter Stift nehmen wir raus. Dann haben wir immer noch 21 Bombenprodukte. Also phänomenal gute, spannende Produkte, wo ich mich wirklich drauf freue, die zu benutzen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe natürlich jetzt das Glück, dass es jetzt der 19. Oktober ist, beziehungsweise für euch vielleicht der 21. Und ich es jetzt schon benutzen kann. Einige Sachen, alles andere, was ich doppelt vielleicht hätte oder alles, was vielleicht doppelt ist, geht natürlich direkt an euch. Vielen, vielen, vielen Dank, Yesterday, wirklich. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Adventskalender sagt, weil ich glaube, dass das ein Treffer sein kann, wenn ihr, wie gesagt, auf Skincare steht, neue Sachen vor allen Dingen ausprobieren wollt. Und hier war jetzt auch nichts drin, außer vielleicht das eine Retinol-Produkt, wo ich sage, da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sich damit noch nicht auskennt, sondern du kannst es dir ins Gesicht packen und dann siehst du am nächsten Tag gut aus. Deswegen schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Fühlt euch gedrückt, fühlt euch geküsst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.